Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Bevor wir jetzt das Intercom des Schiffs benutzen, rede ich erstmal mit dem Lieutenant, der hat mich Redebedarf. Ich dachte, ihr hättet vielleicht Zeit für eine kurze Strategiesitzung. Ich bin ein paar Szenarien durchgegangen. Abwehren von Entermannschaften, Verhalten im Fall von Entführung und so weiter. Ich wüsste gerne, welche Taktik ihr bevorzugt. Warum Zeit vergeuden, Lieutenant? Ich komme am liebsten gleich zur Sache. Es gibt da ein Szenario, das ich noch nicht ganz durchschaut habe. Angenommen, ein Soldat wäre hoffnungslos gefesselt. Was sollte er tun? Wenn er wirklich die Oberhand haben wollte, müsste er jede Chance nutzen, die sich ihm bietet. Wisst ihr was? Es war wohl ziemlich respektlos von mir, das zu sagen. Tut mir leid, ich vergesse ständig, dass ihr eine Jedi-Meisterin seid. Eine Jedi-Meisterin, die Gedanken und Gefühle hat, die mit der Macht nichts zu tun haben. Erst dachte ich, dass ich mich nur so fühle, weil ich noch nicht mit Hoth abgeschlossen hätte. Aber die Sache liegt hinter mir und das Gefühl ist immer noch da. Wenn ich euch ansehe, kann ich fast die Orte sehen, wo ihr wart und die Spuren, die ihr hinterlassen habt. Und ich will mehr erfahren. Es ist falsch, einen Jedi mit solchen Augen zu sehen, aber das tue ich. Dann schließt eure Augen doch einfach. Ihr versteht es zu überzeugen. In Zukunft werde ich die Dinge anders sehen. Okay, er hat noch mehr Redebedarf. Können wir uns kurz unterhalten? Es gibt da etwas, was ihr über mich wissen solltet. Ich will am liebsten alles über euch wissen. Dann fange ich am besten gleich an. Vor einigen Jahren wurde ich vom Imperium gefangen genommen. Mein Freund Milo und ich sind bei einer Erkundungsmission auf Altir einem imperialen Stoßtrupp in die Arme gelaufen. Als ich wach wurde, lag ich in einer imperialen Zelle und mir pochte der Schädel. War Milo noch bei euch? Es gab keine Spur von ihm. Ich bin geflohen und habe ein Schiff der Republik erreicht. Erst dann wurde mir klar, dass ich Zeit verloren hatte. 7 Tage. Ich weiß immer noch nicht, was in der Zeit mit mir passiert ist. Die Jedi kennen Methoden, um verlorene oder unterdrückte Erinnerungen wiederzufinden. Das haben sie versucht, aber dabei kamen nur Erinnerungen hoch, die ich lieber vergessen wollte. An sich geht es mir bestens, aber meine Kommandanten haben ein Problem damit. Deshalb werde ich von Ort zu Ort geschickt, überall hin, wo sie einen zusätzlichen Blaster brauchen. Deshalb werde ich immer wieder versetzt. Ich dachte, das solltet ihr wissen. Ich bin froh, das zu wissen. Besser ihr hört es von mir als von irgendjemand anderem. Wisst ihr, was mich am meisten beunruhigt? Milo Pelham, der mit mir auf Altir war, wurde auch geschnappt. Aber niemand hat ihn je wieder gesehen. Ich habe wohl großes Glück gehabt. Ich habe nachgedacht. Wenn wir so weitermachen, wird der Rat der Jedi davon erfahren. Den Jedi sind doch keine Beziehungen erlaubt, oder? Werdet ihr keinen Ärger bekommen? Ich finde, es ist das Risiko wert, wenn ihr ebenso denkt. Was der Rat nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Alles klar. Genau das fällt den Leuten als erstes zu den Jedi ein. Einsamkeit. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht viel über die Jedi, aber das würde ich gern ändern. Wo immer wir auch sind, wissen wir, dass die Macht um uns herum lebt und wächst. So lernt man das Leben sehr zu schätzen. Ihr klingt so, ich wünschte, ich könnte das sehen, was ihr seht. Verratet mir nicht alle eure Geheimnisse auf einmal. Ich will auch selbst etwas herausfinden. Gut, dann benutzen wir erstmal das Intercom.
Jemand muss Senator Grell finden. Was auch immer ihn auffällt, das hier muss er sich ansehen. Mafurk naho ratjest bi elmu, intisor mahefne. Nebue labuetu, nabuala kulaguala jinadwendweje? Ja, geweihte Stimme ist ein Eschkar und auch eine Person. Res es volta akitos metegs? Mafurk naho ratjest bi elmu, intisor mahefne. Wir schicken Ihnen lieber sofort eine Flotte nach Belsavis. Eine große Flotte. Und Waffen, Rüstung, Vorräte. Jedi, das ist unglaublich. Ihr habt eine Armee aufgestellt? Ihr zwei alleine? Ich hatte Unterstützung durch einen unerwarteten Verbündeten. Erzählt uns bitte alles ganz genau. Wartet mal! Da kommt eine Nachricht rein. Irgendwas ist mit meinem Vater... Ehrwürdiger Jedi, Captain Sully, Belsavis Orbitalsicherheit. Wir stecken in Schwierigkeiten. Senator Grell wurde entführt. Augenzeugen berichten, dass Grell ein Treffen verließ, als ein schwer bewaffneter Mann ihn gefangen nahm. Ich bin gleich da. Das wäre sinnlos. Der Entführer ist schon weg. All unsere Fluchtverhinderungssysteme, der magnetische Fangstrahl, unsere Kontrollmechanismen wurden sabotiert. Wir sind dabei, sie zu reparieren. Aber ohne sie können wir das Schiff des Entführers nicht verfolgen. Und die Reparatur wird mindestens eine Woche dauern. Senator Grell hat vielleicht nicht so viel Zeit. Immer mit der Ruhe. Viele Wege führen nach Coruscant. Captain, schickt alle im Hangar erfassten Daten. Oh, lasst mich sehen. Oh, Taran, sein Triebwerk verwendet eine dreiteilige Ionisierungskammer. Was für ein Gauner. Ein paar atmosphärische Messungen, Jedi. 10 Minuten, um einen Algorithmus zu schreiben, dann haben wir die Fährte des Entführers. Ich wusste doch, dass ich euch nicht umsonst mitgenommen habe. Ihr schmeichelt mir. Und das nicht ohne Grund, natürlich. Ich hoffe, ihr findet den Senator wohlbehalten vor. Wir werden unsere Sicherheitsvorkehrungen verdoppeln, ehrwürdiger Jedi. So etwas wird nicht noch einmal passieren. In Ordnung. Wenn Taran das Schiff des Entführers findet, gehe ich mit euch. Macht euch bereit und sucht euch eine Waffe, nur für den Fall. Ich melde mich, wenn wir da sind. Gut, ich sollte mich bis dahin irgendwie beschäftigen. Vater, hoffentlich geht es dir gut. Reise zum Raumschiff des Entführers. So, wo hat er sich denn verkrümelt? So, ein hinterhältiger kleiner A-Punkt. Da. Boah, der will schon wieder quatschen.
Okay, einen noch. Dann haben wir es ja. Na super. Gut. Na, dann komm schon. Du musst Nadja Grell. Ach, Nadja Grell dabei haben. Okay, gut. Passt auf euch auf. Wohin? Natürlich. Wer sollte auch sonst kommen? Dann hat mir mein unverfolgbarer Antrieb also nur einen zeitlichen Vorsprung verschafft. Na gut. Ich bin stark. Ich habe sehr viel von eurem Senator erfahren. Ihr habt Grell entführt, ihn gefoltert. Warum? Weil es mir befohlen wurde. Vater, steh auf! Wir sind hier, um dich zu retten. Er ist nicht bei Bewusstsein. Er hat meine Fragen nicht gut verkraftet. Ich habe viel erfahren. Über eine Ashkar-Horde in einem Gefängnis. Dem Erstgeborenen wird das gefallen. Sagt mir, wie der Name des Erstgeborenen lautet. Namen kann ich mir schlecht merken, seit ich meinen verloren habe. Ich war einmal ein großer Sith. Aber ich habe in den Abgrund geblickt. Ich folgte den Kindern und der Erstgeborene fand es heraus. Skalpell und grelle Lichter raubten mir meinen Namen. Und jetzt diene ich als stark. Hört auf, sprecht nicht weiter. Ihr habt meinen Vater verletzt und verdient nicht zu leben. Nur die Ruhe bewahren. Sagt mir bloß nicht, dass ich mich beruhigen soll. Mir wurde befohlen, euch zu studieren, Jedi. Kampftechniken, Veranlagung, Geschichte. Ihr seid interessant. Ihr seid gelehrig, so wie ich. Lernen, lernen, lernen. Wenn ich euch töte, bekomme ich vielleicht meinen Namen wieder zurück. Jetzt erstmal langsam. Alles ist gut. Vater? Vater, ich kann dich heilen, siehst du? Meine Kräfte können dich retten. Nein, nicht jetzt. Komm schon, Vater. Verlass mich nicht. Euer Vater ist jetzt eins mit der Macht, Nadja. Das ist ein böser Traum oder eine Prüfung. Irgend so eine Jedi-Prüfung? Alles ist eine Prüfung. Ihr habt das getan. So jemand wie ihr sollte meinen Vater nicht überleben. Wenn ihr nur einen Schritt auf die dunkle Seite macht, wird ihre Anziehung unwiderstehlich. Ihr versteht das nicht. Wenn ich seinen Tod nicht räche, wird sich mein Volk gegen unsere Familie richten.
Vaters ganze Arbeit im Senat verloren. Das werde ich nicht zulassen. Nicht für diesen Abschaum. Euer Vater stand für Zusammenarbeit und Frieden. Würde er wollen, dass ihr für ihn tötet? Nein, aber für unsere Familie. Was tue ich bloß? Meister, ihr schickt mich wieder weg. Er ist tot. Ich habe ihn verschont. Und jetzt ist meine Familie entehrt. Ihr habt Gnade und Aufrichtigkeit gezeigt. Senator Grell wäre stolz. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Es tut mir leid, Vater. Wir haben es versucht. Wache über uns. Ich brauche dich immer noch. Er sollte nicht noch länger hier bleiben. Bitte, könntet ihr... Ich kann ihn alleine nicht tragen. Na, dann wollen wir mal, ne? Wir haben uns versammelt, um das Beileid des Jedi-Ordens zum Tod Senator Tobas Grells auszusprechen. Nadia, euer Vater war ein geschätzter Verbündeter. Wir hoffen, dass ihr seine edlen Bemühungen weiterführt, euer Volk zur Republik zu leiten. Ich will es versuchen, Meisterin Satil. Ich denke aber nicht, dass sie auf mich hören werden. Die Splitter-Allianz, der Rat der Jedi und ich, wir sind alle hier, um euch zu helfen. Da ist noch etwas anderes. Senator Grells Testament wurde uns anvertraut und ein Abschnitt betrifft euch beide. Dem Institut für Xenozoologie, falls eine Ausstellung möglich ist. Und das Wichtigste zuletzt, meine liebe Nadia. Sie ist so talentiert. Aber diese Kinder des Imperators sind sowohl talentiert als auch ausgebildet. Deshalb bitte ich darum, Nadia als Padawan aufzunehmen und sie vom Barsentor des Jedi-Ordens ausbilden zu lassen. Wir haben darüber beraten und wir sind einverstanden, dass Nadia euer Padawan wird. Das sollte eine einstimmige Entscheidung sein. Natürlich! Ich meine, es ist mir eine Ehre! Nadia, ein Padawan zu sein beginnt mit einem Eid, seinen Meister und den Kodex der Jedi zu ehren. Oh, also, ich schwöre mich an den Kodex der Jedi zu halten, meinen Meister zu respektieren und meine Lektionen zu beherzigen. Und ich schwöre, euch in den Wegen der Macht zu unterweisen, euch vor Bösem zu beschützen und mich zu erinnern, dass eine Ausbildung ewig währt. Das ist genau das, was Vater sich gewünscht hat. Er wäre so glücklich. Das beweist, wozu das verfluchte Imperium fähig ist. Die Eshkar werden nicht ausreichen. Wir brauchen mehr. Etwas Außergewöhnliches. Duin, jeder verrückte Raumreisende kennt eine Geschichte über Voss und diese Mystiker. Wollt ihr das Imperium mit Legenden bekämpfen? Ich habe noch nie von dieser Welt oder den Mystikern gehört. Gerüchten zufolge ist Voss die Heimat von Machtsensitiven, die sich Mystiker nennen, jede Verletzung heilen können, in die Zukunft sehen und jeden Plan vereiteln können. Das ist sicher übertrieben, aber wenn ein Körnchen Wahrheit darin steckt, könnten diese Mystiker der Schlüssel zum Sieg der Republik sein. Die Republik hat doch sicher mehr Informationen über den Planeten als nur Gerüchte. Tut mir leid. Die Voss sind ein verschlossenes Volk. Wenn ihr wirklich meint, dass ihr nach Voss müsst, seid vorsichtig. Diese Mystiker nutzen vielleicht die Macht, aber sie folgen nicht unseren Regeln. Viel Glück. Senator Grells Tod sollte nicht umsonst sein.
So, jetzt beende ich erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Däumchen Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.